Ich kann mir vorstellen, meine Damen und Herren, dass es jetzt unter Ihnen ein paar Zuschauer gibt, die sich fragen, warum hat man uns das zugemutet? Nun, die Antwort ist relativ einfach, weil es Gruppen wie The Can gibt, weil sie da sind, weil sie so denken, reden, spielen, weil sie, um es mit einem Modewort zu sagen, progressiv sind. Somebody left. Somebody left. Somebody, I mean somebody. Mistake, mistake, mistake. But nobody came. Somebody come. Nobody came. Somebody come. Nobody asked you. Somebody asked you. Nobody took you. Somebody took you. Nobody left. Somebody love you, somebody love you, somebody love, somebody love, somebody love. Also soll ich im Fernsehen verkünden, was ich weiß, das bisschen,
damit das Fernsehen in seiner gloriosen gesellschaftlich-kritischen Funktion mich zum Beispiel nehmen kann, verkünden kann, seht, die wissen ja gar nicht, was sie wollen. Es wird sehr kalt. Wie gesagt, ich solle eine Stellung einnehmen, die nicht manipuliert wird. Und zwar möglichst einfach. Das heißt, ich soll einen ungeheuer ökonomisch komplizierten Prozess so grob vereinfachen, dass er konsumierbar wird. Das ist ein Alibi fürs Fernsehen. Es hat noch niemand vom Fernsehen einfach die Musik gewollt. Ich weiß. Dem Fernsehen ist klar, dass ein bisschen, nur sehr wenig kann davon drin sein, aber ein bisschen von der Revolution, die wir wollen, in der Musik enthalten ist. Man kann das bisschen aber zerstören, indem man die Musiker in eine Lage manipuliert, in denen sie mit Worten ihre Musik interpretieren sollen. Und das geht 100% schief. Und damit hebt es sich wieder auf. Und das Fernsehen hat erreicht, was es wollte. Wir haben von Anfang an nichts zu sagen gehabt.